Heute komme ich zu einer Tinktur mit Gänseblümchen. Gänseblümchen sind auch gut für die Haut. Das habe ich von einer, ja, Bekannten. Ich wollte aber sowieso schon zeigen, eine Tinktur zu machen mit was anderem. Aber jetzt haben sich die Gänseblümchen angeboten. Und zwar wird es mit Alkohol gemacht. Ich habe jetzt hier einfach mal einen mit 37,5. Das kann man sich dann aussuchen, wie man es haben möchte. Ja, in das Glas gebe ich dann die Blüten rein. Das sind jetzt rein nur die Blüten. Und ich habe hier auch so einen Kleber vorbereitet, wo drauf steht, was drin ist und wann ich das angerührt habe. Das klebe ich schon drauf. Dann fülle ich hier die Blüten ein. Ich habe dann auch noch Kamille mit der ich das dann noch machen möchte. Und dann wird das Ganze dann übergossen. So. Ja, dass die schön im Wasser sind. Hier sieht man das, sind noch ein bisschen oben. Ja, und das Ganze schüttel ich jetzt ein bisschen durch. Und es bleibt dann jetzt im Dunkeln so einen Monat oder zwei stehen. Durch das Datum weiß ich dann auch, wann ich das dann abgießen kann. Und das ist dann folgendermaßen: durch ein Sieb einfach abgießen und die Flüssigkeit ist dann das, was man haben möchte. Gut, viel Spaß beim selber ausprobieren.